Krippenfiguren haben eine sehr wichtige Tradition. Sie gehen ja auf Franz von Assisi vor allem zurück, weil er das Kindliche und das Bildhafte an Weihnachten wollte. Und das ist eine Ursehnsucht der Menschen, das Göttliche, das nicht begreifbar ist, das ein großes Geheimnis ist, auch bildhaft darzustellen. Und somit ergab sich natürlich für das Geschehen, das die Evangelisten berichten in der Heiligen Schrift, gaben sich wunderbare Bilder und auch wunderbare Fantasien. Und so haben sie eigentlich eine Verbindung gemacht in den Krippendarstellungen zwischen dem, was wir wissen und berichtet haben von der Bibel her und zwischen ihren eigenen Traditionen. Also in den alpenländischen Gebieten ist Jesus im Stall, in einem alpenländischen Stall, und die ganze Tradition und Kultur wird da eigentlich so dargestellt. Und ich denke, jede Kultur schafft seine Krippen. Ich habe hier eine kleine Krippe, die sogar als Anhänger gebraucht werden kann, von Bethlehem selber, aus dem Heiligen Land. Da mit den Olivenholzkrippen ist das eine wunderbare Verbundenheit mit jenem Ort, wo Jesus geboren ist. Ich erlebe dieses Jahr Weihnachten auf ganz besondere Weise. Ich durfte im September das Heilige Land besuchen in Palästina und in Israel. Ich war in Bethlehem, das hat mich sehr beeindruckt, wieder neu. Wir durften aber auch kurz vor dem Advent in einer ökumenischen Mission im Libanon sein, in dem Land im Vorderen Orient, wo viele Flüchtlinge ankommen. Wir haben Flüchtlinge besucht, wir haben Projekte besucht, wo Flüchtlinge auch von der Schweiz aus unterstützt werden. Das ist eine ganz große und wichtige Arbeit und Hoffnung für die Menschen dort. Am Anfang der Geschichte unseres christlichen Glaubens steht eine Fluchtsituation. Das muss uns tief zu denken geben und uns herausfordern als Christen, uns immer wieder für alle Menschen einzusetzen und für alle Menschen auch eine Verantwortung zu übernehmen. So wünsche ich allen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, das Sie hoffentlich in der Familie mit Freunden oder in Gemeinschaft feiern können. All jenen aber, die einsam sind oder die belastet sind mit Sorgen, wünsche ich, dass Sie spüren, dass gerade durch das Weihnachtsfest eine große Botschaft da ist. Gott ist mit uns, er will uns nahe sein und er will uns helfen. Und ich wünsche uns allen viel Licht und Kraft und auch Freude durch die Botschaft, die uns die Engel verkündet haben. Euch ist heute der Heiland geboren, er ist der Erlöser der Welt, freuet euch. Ich wünsche allen von ganzem Herzen gesegnete Weihnacht und wieder ein frohes, gesegnetes neues Jahr.